Also, wir sind jetzt wieder mit Martin Bürkin und mit der Alfa Romeo Brera. Von der Serie Brera tun wir jetzt heute 6-Zylinder, 350 PS, 3,2 Liter Motor testen. Also Martin, du hast für uns wieder diesen Test geführt. Du hast eigentlich heute mehr so eine Art Handling-Test gemacht als eigentlich so Geschwindigkeitssport-Test. Was tut der Wagen dir heute zeigen? Oder wie hast du ihn nur empfangen? Ich habe mit der Stunde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht wie jedes neuere Fahrzeug umsteuert, sondern im Extrembereich sogar übersteuert. Das geht fast nicht mehr. Das ist noch zu sagen, es ist ein Vierradantrieb. Richtig, trotz Allradantrieb tut das Auto im Extrem übersteuern. Sehr selten, und dass das in heutiger Zeit noch gibt, ist sehr, sehr selten. Was ist da für dich als Sicherheitsgefühl für einen, wir sagen, normalen Fahrer? Also für die Leistung, die das Fahrzeug hat, und für einen normalen Fahrer, gerade wenn er CSP und Traktionskontrolle ausschaltet, ist es zu gefährlich. Das heisst, ein normaler sterblicher Fahrer kann das sehr wahrscheinlich im Extremfall nicht mehr korrigieren, das Ausbrechen vom Heck, wo so nervös reagiert. Dann ist es natürlich empfehlenswert und gut gemeint von der Fiat, also von der Alfa Romeo Ingenieur, dass sie dort eben diese Stabilitätshilfe auf jeden Fall drin lassen. Und schon für einen normalen Gebrauch ist das mehr wieder nur sportlich. Es ist sehr zu empfehlen bei diesem Fahrzeug. Es hat doch ein ziemliches Gewicht. 1,7 Tonnen. Es ist ein ziemlich schnelles Fahrzeug. Das spürt man klar. Man merkt im Handling, es ist nicht recht direkt. Es ist sehr weich ausgelegt für so ein Fahrzeug. Aber es ist natürlich das Gewicht. Es ist progressiv ausgelegt. Aber es ist immer noch ein bisschen für meine Meinung ist es immer noch zu weich. Ist immer noch zu weich. Richtig. Also für einen Sportwagen eigentlich in der Art sollte es ein bisschen direkter, härter sein. Ja, richtig, ja. Und wie sind jetzt Bremsgefühl? Du hast da 2-3 Bremstestenproben gemacht. Die Brems, die ist sehr gut. Die hat jetzt hier ein bisschen verzogen, weil wir Oberwelle hatten und die Straße unten ist. Darum hat man gehört, wie das ABS alles geregelt hat. Aber sonst im Großen und Ganzen ist die Brems sehr stark. Sie ist auch nicht weich geworden. Mhm. Also von Brems her könnte ich nicht mehr. Und jetzt allgemein als Ästhet, würde man sagen, wie gefällt dir im allgemeinen der Wagen? Wie findest du eben Vorderteil, Hinterteil, hin und so? Also das Auto selber ist sehr elegant gebaut, sehr sportlich aus. Und vom Innenteil, es ist, wie soll ich sagen, was mir ein Nachteil dünkt, ist das mit dem Gurt. Dass, wenn ich mich abgurte, dass der Gurt nicht aufrollt. Das ist so etwas, wo vor allem hier die Sitzverstellung zum Vorklappen. Das ist nicht so praktisch richtig. Ja gut, gut genommen, obwohl es ein Viersitzer ist, ist eigentlich der hintere Teil mehr. Das wäre ein Notsitz eigentlich. Ja, es ist so, weil normal ist man sicher, weil es ein Coupé ist, sowieso nur zu zweit unterwegs. Für auf längere Strecke wäre es sowieso nicht. Und wie atmet der Motor, der Sound und das? Der Sound, der ist sehr schön. Sehr italienisch. Sehr italienisch. Vor allem man erwartet fast zu viel, wenn man ihn hört. Ja. Wenn man den Ton hört, für was nachher das Auto leistet, ist man fast ein bisschen enttäuscht. Ganz wenig enttäuscht. Es ist vom Ton, den man macht, ist eine sehr, sehr schöne Resonanz. Mhm. Und das ist das, was heute bei vielen Autos fehlt. Ja, und die Endlinie da mit den 4 Auspuffen ist natürlich sehr markant und sieht auch sehr aggressiv aus. Richtig. Und das ist klar, dass würde man sagen, diese 1,7 Tonnen fast ein bisschen eben im Großen und Ganzen ein Nachteil von dem Fahrzeug sind, würde man sagen. Mit 200 Kilo weniger wäre es sicher viel lustiger. Ja, wir haben natürlich hier auch sehr viele Ausstattungssachen, die wir hier haben. Das ist alles elektrisch, Klima und weiss was alles. Jedes Motor, jeder Tür und alles voll elektronisch. Das ist und vom Seitaufbau schon zu allem zusammen her. Die Autos werden nicht mehr leichter, das ist ja so. Aber dementsprechend ist es so sehr stabil, aber es braucht auch dementsprechend viel. Und der Innenbereich ist sehr dezent? Der Innenbereich, alles ist übersichtlich, muss ich sagen. Fast Alfa Romeo-mässig, oder runde Zähler, dieser fahrerorientiertes... Richtig, es hat einfach... Es
hat einfach einen richtigen Geschmack, wie schon vor Jahren mit diesen Alpha Sprint. Ja, genau. Man hat ein bisschen dieses Retro fast, Retro-Look fast. Ja. Nein, es ist Detail. Und sonst ist auch alles gut in die Hand. Die Schaltung ist schon sehr korrekt, muss ich sagen. Sie gehen schön rein. Tut nicht zum Beispiel kratzen, wenn man sie schnell durchzieht. Ja, das ist tiptop. Was man ja früher viel hatte. Dieses Start-Stop-Knopf, das ist auch so ein bisschen rennartig. Also man gibt auch ein bisschen dieses Sportmumm, würde man sagen. Ja. Das ist so. Okay, also ich glaube, wir haben ein bisschen die Runde über den Wagen gemacht. Es ist, wie können wir das fast ausdrücken? Ein bürgerlicher Sportwagen. Wäre das ein Adjektiv, das wir treffen? Ja, ich glaube, das wäre zutreffend, richtig. Also, das ist ein schöner, eleganter Sportwagen. Richtig, ja. Jedoch nicht für den Gunigel voll Dampf zu machen. Ja, es wäre auch nicht für einen Clubsport. Denkst du, müssen wir sehr wahrscheinlich mit einem anderen Fahrwerk, mit einem Sportfahrwerk arbeiten, nebenbei. Aber sonst im Großen und Ganzen auf der Straße ist es sehr gut. Okay. Also danke Martin vielmals, bis zum nächsten Test. Merci vielmals. Okay.